Moin, moin, Freunde der soligen Wohlfühlatmosphäre. Ein neuer Tag, ein neuer Cheese. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Wir schauen mal, ob wir die nicht irgendwie geschießt kriegen. Ich bin des Kämpfens echt müde. Hier gibt's ja so dermaßen viele Bosse. Was machst du jetzt? Okay, er wacht schon auf. Und hier runter. Da wird alles runter. Okay, immerhin. Geht doch, 586. Nur auf seiner Leiste ist das irgendwie nix, aber. Ich muss auch wieder zurück, ne? Kommt näher. Okay, wir sollten noch ein bisschen weiter gehen. Soll er eigentlich wissen, was hinter mir ist? Ja, Freunde, wenn wir Giftpfeile hätten, locken wir den immer hier hin und das Gift würde jetzt wirken. Hab ich das? Das ist der Cheese. Den würde jetzt das Gift wirken. Dauert ein bisschen, aber wie lange dauert das, den zu lernen? Sieht das immer in Relation? Ach, er kommt da schon. Okay, machen wir es so. Jetzt bin ich tief harmlos auch. Okay. Oha. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann hauen wir erstmal ab. Bleibst du hier? Hätte ich nichts gegen? Hab ich noch Giftpfeile? Glaub nicht. Ich habe auch nur so ein. Wenn ihr einen anständigen Bogen habt, dann ist das eine. Ist das eine. Ach, pustest du rüber? Bin mir ziemlich sicher. Er weiß irgendwie nicht, was er machen soll. So gefällt es mir am besten. Ja, dafür hätte ich mir vielleicht noch mal Giftpfeile holen sollen. Ja, die ganzen Bosse hier zu lernen, Freunde. Das kann man machen, ja, wenn man Vollblut-YouTuber ist. Und keine andere Verantwortung mehr hat. Aber. Oder gerade im Urlaub ist. Also, ihr habt das Prinzip verstanden. Also, es funktioniert. Also, das Ganze jetzt mit Giftpfeilen. Den hätte er jetzt vielleicht schon. Na, die Hälfte weg. Es dauert noch nicht besonders lange. Selbst mit diesem Langbogen mache ich ein bisschen Damage. Ja, oder diese ganzen Magie-Scheiß. Das ist auch die Ironie im Spiel. Nahkämpfer sind jetzt darauf angewiesen, mit ihren Katanas Fernschaden zu machen. Also, die Balance stimmt vorne und hinten nicht bei dem DLC. Okay. Und so weiter und so fort. Ich kann weitermachen, ich kann es auch abbrechen, ihr habt das Prinzip verstanden, es ist safe. Es ist absolut safe. Das Spiel ist nicht für Nahkämpfer ausgelegt, durch diese ewigen Combo-Ketten der Gegner. Also selbst Leute, die ich kenne, die Katana gerne im Nahkampf spielen würden, die spammen da jetzt halt irgendwelche Fernattacken mit dem Katana oder so, das ist... Das Beste ist, er verkeilt sich da mal ein bisschen länger. Und fängt nicht an, irgendwelche wilden Sachen zu kurbeln. Ja, sowas zum Beispiel. Hier ist es nicht gut. Ja, am besten ist, er verkantet sich da gleich so. Dann könnt ihr den Flügel so runterrupsen. Ja, wunderbar. Guck mal, er kurbelt. Der arme Tropf weiß nichts zu machen. Außer, okay, alles klar. Ja, dann zieht euch irgendeine fette, macht die Talismani klar dafür. Und hab trotzdem Respekt vor seiner Range, ja. Die er denn manchmal doch erzeugen kann. Aber das Schöne ist, ihr braucht nicht immer wieder hinlatschen. Guck mal, da oben ist eine
Sind Seelen vor mir. Ich habe das mal versucht von der Spitze. Nee, da ist er clever. Da holt er euch runter. Ein Loch, da muss ich aber auch weg. Ja, Freunde, ich habe mir den 2 Minuten angeguckt und mache den jetzt wahrscheinlich ja innerhalb von den nächsten 20 Minuten eine halbe Stunde weg. Hab natürlich auch die Wahl, stundenlang das Moveset zu lernen, aber nee. Jetzt spiele ich doch lieber mit Köpfchen, weil es gibt genug Leute, Bosse, da habt ihr keinen Schieß. Und da müsst ihr eh schon den ganzen Kram lernen. Ich fürchte, meine Pfeile werden nicht ausreichen für diesen Fight. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Dass hier was ankommt, ist auch ein Treppenwitz, wirklich. Das ist echt ein Treppenwitz. Wer lacht mich? Sechsundzwanzig Pfeile. Vielleicht breche ich gleich ab, weil meine Pfeile nicht ausreichen. Aber ihr werdet denn genug Pfeile haben, holt euch Giftpfeile noch, der wäre da wahrscheinlich jetzt schon weg. Sofern er eine Giftresistenz hat. Unser guter Senes-Sax. Du alter Sachse, du. Außer er macht jetzt noch was Überraschendes. Da muss ich aufpassen. Aber er kann nichts machen, der arme Tropf, scheinbar. Und die Drinks werden locker reichen. Dann löst er sich wieder auf, ja. 13 Pfeile und so weiter und so fort. Wir schauen mal, ob meine... Wie lange läuft die Aufnahme schon? Ja, ihr habt die Wahl. Oh, das geht ja noch. Ihr habt ja die Wahl. Also, es sind erst 7 Minuten vergangen. Ihr habt die Wahl, vergiftet ihn, dann habt ihr ihn wahrscheinlich in 10 Minuten weg. Oder, ja, Movesets lernen. Oder Onis rufen. Oder. Ist das jetzt intelligent? Manche würden sagen feige. Ist Feigheit nicht auch manchmal intelligent? Einfach bestimmten Konfrontationen aus dem Weg gehen, die einfach nur Energie und Zeit fressen. Weil eins steht fest, Freunde der spielenden Zunft, danach wartet so ein richtiges Krachbrett. Ich habe den da oben 2-mal angetestet. Also den... Lass sie, du sagst sozusagen Todfeind, nennen wir ihn mal. Ich will also nicht zu viel spoilern. Die haben dich so ein bisschen schon mal gekappelt. Das muss man halt auch ein bisschen, ich weiß jetzt zum ersten Mal hier, perfektionieren. So. Ein Pfeil habe ich noch und dann switchen wir um. Ich vermute mal, mit Gift und einem anständigen Bogen wäre der weg. Das kann auch jeder Zauberer so machen. Davon mal abgesehen, wieso ist er jetzt so weit entfernt? Was macht er denn jetzt? Okay. Muss man ihn verstehen? Habe ich ihn verwirrt? Was hat dich bloß so ruiniert? Ja, in die Fräse ist natürlich am besten. Da hätte ich jetzt schon mehr Damage gemacht. Aber ich hoffe, dass er sich nochmal so verkeilt wie an dieser einen Stelle hier. So, jetzt wollen wir aber erstmal, bevor er mich hier wegschlürft, die Aggro loswerden. Und Pfeile. Puh, habe ich da irgendwas noch? Kann ich die überhaupt nutzen, goldenen Pfeil? Verweilender Pfeil mit dem Bogen? Ich weiß das gar nicht. Ich fürchte nicht. Ich bin überhaupt kein Bogenspieler, wie ihr merkt. Warte mal. Doch, nice. Er könnte das vielleicht noch reichen. Den Rest mache ich der Nahkampf. Aber es geht um das Prinzip. Es geht leider beim allerletzten... da oben bist du. Beim allerletzten Boss nicht. Das ist sogar cool. Beim allerletzten Boss, sag ich schon, beim allerletzten Drachen hier oben. Der ist richtig böse.
Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich der schwerste Boss des Spiels. Das ist der Idealzustand, da habt ihr am meisten. Aber ich kriege natürlich auch was ab, vielleicht. Das ist insane, was die für Lebensbalken haben. Und nicht nur im New Game Plus 2, in dem ich mich befinde. Auch gesehen bei Leuten, die im ersten Durchlauf sind. Auch da ist das schon insane. Meiner Meinung nach hat FromSoft richtig übertrieben. Dazu vielleicht später nochmal. Nahkampf, den Rest müssen ja in Nahkampf schaffen, soweit. Aber das Moveset habe ich jetzt so einigermaßen gelernt von ihm, was ich so gesehen habe, aber der kann mich vielleicht mit irgendwas auch one-hitten. Ja, ist fast sicherer. Oder zu hoffen, dass der Flügel nur rausschaut, dass er sozusagen hier hinter dem linken loopt. Ja, ich bereite mich vor auf den großen, bösen, verkrüppelten. Ja, vom Plasse, du sagst auch was abgekriegt, wie gesagt, vom Drachenfürsten, aber ich würde vielleicht behaupten, dass er doch schlimmer ist. Ja, wird mich nicht wundern, wird mich nicht wundern. Plasse ging ja sogar noch, weil ihr über den Schweif gegangen seid, über den hinteren Bereich, denn ging ja noch mal seitlich mit rotieren. Das ist gut. Da kann natürlich auch ein Risiko vielleicht sein. Ihr holt euch genug Pfeile, vor allem anständigen Bogen, dann geht das hier wahrscheinlich in 3-4 Minuten. Und ihr habt keinen Stress, euch auch noch mit dem rumzuärgern. Oh. Da muss ich aufpassen. Gut. Okay. 3 Pfeile noch. Dann switchen wir um. Dann habe ich sogar noch meinen Drink, ne? Joa. Das war's. Das war's vom Mars. Jetzt kommt der Snickers. Dann kann ich wahrscheinlich die auch nutzen, ne? Goldene Pfeile, was haben wir hier noch? Geisterflammenpfeil. Gut. War mir nicht so klar, bei Souls irgendwie jetzt Souls. Irgendwann hatte ich mal hin und wieder einen Bogen benutzt. Ist irgendein Souls. Da müssen auch die Bögen passen. Aber das scheinen ja alles leichte kleine Pfeile zu sein, die scheine ich nutzen zu können. Dann seht ihr mal den Schaden, also es macht nicht viel Unterschied. Oha, das ist gefährlich. Ganz gefährliche Situation. Das ist gefährlich, wenn er abhebt. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, hau ab. Abhauen ja, abheben nicht. Gut, dass das funktioniert. Gut, dass das funktioniert. Spar ich mir Nerven. Einen noch? Ja. Alter, guck bis hier hin. Das ist so insane, ey. Das ist ideal. Nein, das ist nicht ideal. Du bleibst mal schön da. Vielleicht soll ich mich ein bisschen weiter links aufhalten, dann. Oh, Fräse war gut. Oh nein. Fräse war gut, aber er hat eine bedrohliche neue Position. Wie heißt der? Lightning, ne? Aus dem Albtraum oder so? Da hat er ja auch so ein. Den hatte ich aber leider nicht lernen müssen. Deshalb, vielleicht hat er ein ähnliches Moveset wie der. Ich weiß das gar nicht. Oh. Den habe ich nicht lernen müssen. Diesen Lightning-Drachen. Oder wie hieß der da aus dem Albtraum? Den habe ich viel zu spät erst gefunden. Den habe ich gleich gefirst-tried. Und der soll eigentlich auch was drauf haben. Nur ich war zu OP. Deswegen hatte ich den nicht gelernt. Ich glaube, mit dem von dem hat er irgendwas.
Wie ehrenlos ich spiele. Könnte jetzt die sogenannte Elite behaupten. Oh! Intelligente Fights sind dadurch gekennzeichnet, allgemein auch intelligente Aufgabenlösung, ist dadurch gekennzeichnet in der kognitiven Forschung, dass nur ein ganz kleiner Gehirnbereich, das unterscheidet intelligente Leute von normalen Denkern, beim Lösen von Aufgaben, Intelligenzaufgaben, da ist nur ein ganz kleiner Bereich im Gehirn, also ganz wenig Energie wird da auch nur verbraucht, so wie jetzt beispielsweise. Möglichst wenig Energie mit möglichst hoher Effizienz. So. Also, falls mich jemand ehrenlos nennt, okay, ich würde ihn derzeit nicht als dumm bezeichnen. Gewissermaßen ist das so ein bisschen. Ich kann verstehen, dass ihr es als feige empfindet. Aber seht mir nach, ich habe noch andere Fights, wo ich das nicht machen kann. Oder werde ich mich bei dem Mut stellen? So, mein Freund Friedrich. Jetzt dürfte das der letzte Durchlauf sein. In meinem Gehirn ist gerade ein Quadratmillimeter. An Energieverbrauch. Ist doch schön. Ich spare meine Energie. Hier könnt ihr noch einen Kaffee trinken morgens jetzt. Ihr habt ihn weg. Und ihr habt, oh, noch einen uralten Drachendunkel-Schmiedestein. Ja, Freunde, aber auch ich muss mich unintelligent stellen. Nein. Intelligent muss man sich immer stellen. Mit Tricks oder ohne, wenn man hier irgendwas reißen will. Nicht nur allein, ich habe auch gesehen, Leute, die Aschen rufen. Es ist trotzdem hart. Also macht euch da keinen Kopf. Fühlt euch da nicht irgendwie zurückgesetzt, wenn ihr Aschen ruft, wenn ihr Tränen, hier, wie heißt die da, diese Imitator-Träne oder Online-Spieler. Das Spiel ist insane schwer. Sie haben übertrieben, wie ich finde, weit, weit übertrieben, nicht nur knapp. Deshalb nehmt das so als kleinen Snack mit. Oben sind noch Souls. Ja, ich hatte es, genau, kann ich ja noch mal ganz kurz zeigen, was ich ursprünglich vorhatte. Funktioniert er auch? Aber nur so lange, bis er, ist ein ganz bisschen bei Doppelsprung, war sehr schnell triggern, das kommt ja gar nicht hin. Denn hoch hier, ab hier bin ich runtergestiegen, dann hoch hier. Und dann wollte ich das Ganze von hier oben machen. Schön den Überblick genießen. Von oben mal in seinen Windshirn schauen. Mit dem Röntgenblick. Mal gucken, was die Synapsen da so machen bei ihm. Die Gehirnzellen langsam schwinden. Bei meine dachte ich, steigen denn mit zunehmendem Erfolg. Nee, so doof ist er nicht. Der pustet hier ziemlich früh nach oben. Was ist eigentlich an dem anderen Fels da los? Da wird wahrscheinlich auch nichts ändern. Da kommt ihr auch wahrscheinlich nicht hoch. Mit diesem Finger da. Nee, da habe ich mir gedacht, da machen wir das anders. Komm. Schießen wir ihn so bei den nächsten bösen, richtig bösen Todfeind des Drachenfürsten kann ich nicht schießen. Glaube ich nicht. Ich war zweimal drin. Ja, ich hätte eigentlich nach dem ersten Fight gleich umkehren können. Ich mache ja gar keinen Damage. Das ist ja ein schlechter Scherz. Also ich mache schon Damage, ne, als Zahl. Ja, wir müssen das hier in Relation sehen. Also Damage ist nicht gleich Damage in diesem DSC. Wir müssen das in Relation sehen, natürlich, zu seiner Lebensleiste. 1200 oder so habe ich mit einem einfachen Schlag gemacht. Also so ein Schnarch... nein. So einem Schnarchnasenschlag. So, war das...
Eben hier. Über 1100 paar zerquetschte. Ich weiß nicht, wie es in dieser Form, in der heiligen Form gewesen wäre. Dazu kam ich gar nicht so richtig. Der hat mir gleich, ja, so ein Flammenmeer entgegengepustet. Der rast auch auf euch zu. Der, in ihm drin, das ist nicht so ein, so ein Pupsi-Drache wie viele andere, wo ihr einfach mal drin bleibt. Das ist, also in dem Punkt ist er Media-ähnlich. Da pustet er so ein Meer unter euch, dass ihr da nicht in ihm drin oder unter ihm bleiben könnt. Da müsst ihr dann wieder auf Distanz gehen oder über den Schweif hinten. Über den quasi hinter. Ja, vielleicht kann man um den rum rotieren. So habe ich den Drachenfürsten auch gemacht. Ich bin immer mitgelaufen und habe das über den Schweif gemacht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, um mit meinem kleinen Charakterchen hier irgendwas zu reißen. Wir haben hier noch, warte mal. Ihr seht das, ich habe hier mit New Game Plus 2. Mindestens. Ich habe hier Kraft. Ich hab ja eigentlich Werte. Ich habe 203 Stufe. Für die Runen kann ich noch nicht mal aufleveln. Danke. Danke, aber gut, was bringt das hier noch großartig? Was bringt das großartig? Vielleicht noch ein bisschen Kondition. Aber ja. Es ist insane, das DLC. Und da grämt euch nicht und lasst euch da von der sogenannten Elite, vor allen Dingen eine Elite im Videospiel, ist auch witzig. Ja gut, das ist deren Realität, ne? Also da haben die kein Real Life, Leute, falls ihr das fragt. Das ist deren Real Life. Das ist deren Real Life. Lasst euch da nicht irgendwie an Karren pissen. Es ist tatsächlich rein kognitionspsychologisch intelligent so zu spielen. Einfach Energien zu sparen, Zeit zu sparen, in kürzester Zeit die höchstmögliche Effizienz, Erfolgseffizienz abzurufen. Das ist es. Ihr könnt euch also, falls so jemand euch an Karren pissen möchte, auf die Schulter klopfen und insgeheim denken, ja, es ist nicht nur dumm, dass du mir an Karren pissen willst, es ist auch ziemlich dumm, wie du gespielt hast. Will nicht wissen, wie viele Stunden deiner wertvollen Lebenszeit du verschwendet hast. Wobei, die sehen das ja denn als, nicht als Zeitverschwendung an. Die sehen das ja denn als effektive Selbstverwirklichungszeit an. Kann ich aber auch verstehen. Ich bin da so in der Mitte. Ich verschwende hier ungern Zeit, aber ich sehe es auch nicht als Zeitverschwendung direkt an, wenn ich stundenlang Movesets von Bossen lerne, aber da, auch das hat eine Grenze. Also irgendwie nach 4-5 Stunden werde ich dann auch schon knurrig und sag mir, nee, ich komme später vielleicht mal wieder. Das war früher mal anders. Ich glaube, Ishin mit der Run-and-Hit-Taktik, die ich entwickelt habe, Ishin den Schwertheiligen bei Sekiro, das hat mich, glaube ich, über 6 Stunden Arbeit gekostet. Die ich auch nicht bereue. Hat Spaß gemacht, war auch ein Nervenkrieg, ist auch mit dieser Taktik. Es ist einfacher, aber trotzdem muss man aufpassen. Ja, bye bye und auf Wiedersehen.